Ja, immer noch im Gespräch mit Autor und Entscheiderexperte Peter Nickel. Seine aktuelle, man kann ja sagen, ein Hörbuch kann man sagen. Das heißt, aktiviere deine Entscheidungskraft. Und du sagst selber, und das finde ich interessant, obwohl es eigentlich ja schon logisch ist, denn unsere Einstellung muss stimmen, wenn wir Entscheidungen treffen. Was muss ich denn an meiner Einstellung ändern, wenn ich irgendwas Besonderes treffen möchte als Entscheidung? Ja, die Entscheidung zu treffen, sie gut zu treffen, ist natürlich von verschiedenen Faktoren abhängig. Unter anderem auch von der aktuellen Gefühlssituation. Ja. Ich denke mir, wir kennen das alle morgens vor dem Aufstehen oder eher nach dem Aufstehen, vor dem Spiegel die Situation, was ziehe ich an, schöne Krawatte, passt die Krawatte zum Hemd, und oftmals kommen wir mit so Situationen schon nicht zurecht und binden dann einfach in so eine einfache Entscheidung Partner oder Kinder mit ein, sagen, hey Mensch Schatz, was meinst du, was ich für eine Krawatte anziehen soll? Sagt der Schatz dann, hey Mensch, ich ziehe gar keine Krawatte an, ja, aber an deiner Stelle würde ich mal ein anderes Hemd anziehen, ja, und schon geht die Situation los. Kann auch eskalieren dann bei der Geschichte, das Hemd sieht nicht gut aus oder so. Oftmals sehr schnell, ja, entscheidend ist, dass wir einfach eine gute Gefühlssituation haben, und viele Menschen sagen natürlich auch, hey, auf meine Gefühle habe ich ja gar nicht so einen richtigen Einfluss. Ja, sehr wohl haben wir sehr großen Einfluss auf unsere Gefühlswelt. Auch das beweist ja im Prinzip die Neurowissenschaften. Ja. Und es gibt viele Möglichkeiten, sich einfach in eine gute Stimmung zu versetzen. Das kennen wir alle. Gute Musik ist ein entscheidender Punkt zum Beispiel für sowas. Gute Musik hören, schon sind wir einfacher drauf. Oder wir denken natürlich an schöne Situationen, die wir schon durchlebt haben. Und schon fällt es uns leichter, eine gute Entscheidung zu treffen. Also unter Zeitdruck, unter schlechtem Gefühl lässt sich einfach keine gute Entscheidung treffen. Das Umfeld muss stimmen, damit wirklich auch etwas Positives dann im Endeffekt auch bei herauskommt. Auf jeden Fall. Ja. Du hast hier vorne, das sehen wir auch hier, vorne hast du auch so ein paar Kärtchen mitgebracht. Ja. Das sind Leitsätze von dir? Ja, das sind mit Leitsätze. Also einer, der mir am besten wirklich gefällt, ist der Satz, oftmals sind wir wirklich nur eine Entscheidung von unserem Paradies entfernt. Der hier vorne, genau. Ja, und dementsprechend muss halt natürlich jeder entscheiden, was ist wirklich mein Paradies. Ja. Aber wenn man eine Entscheidung getroffen hat und auch danach lebt, das auch umsetzt, dann kann sowas wirklich ganz, ganz schnell gehen. Ja, dass man seinem Ziel einfach immer wieder einen Schritt näher kommt und dementsprechend auch Glückshormone produziert werden, man sich einfach freier und leichter fühlt. Ja. Und das ist einfach der Tipp, den ich den Menschen geben möchte. Ja. Es ist einfach, eine Entscheidung zu treffen und sie auch umzusetzen, weil das Belohnungssystem sofort eingreift. Ja. Wie viele, das würde mich jetzt auch interessieren, persönlich, wie viele Entscheidungen hast du jetzt zum Jahreswechsel getroffen? Wie viele davon hast du umgesetzt 2016? Also auf jeden Fall haben wir im Team mit der Agentur eine große Entscheidung getroffen. Wir haben zum Beispiel zum Jahresauftakt-Meeting gesagt, wir wollen alle ein bisschen sportlich aktiver werden, und somit gesagt, wir wollen im Team einen Halbmarathon laufen. Ja. Oh, das ist aber und ein großes Ziel. Das ist ein schon. Großes Thema, 21 Kilometer. Wir haben jetzt einen Lauf raussucht bei uns in Hessen, wo wir auch 10 oder 5 Kilometer laufen können. Und somit haben wir wirklich viele Menschen eingebunden und gesagt, komm, wir machen das gemeinsam für uns als Team und laufen dann am 16. April, also ganz klar Zielfokussierung, 16. April, gemeinsam durch das schöne Hessenland. Ja. Ja, wo du gerade auch sagst, Hessen. Du bist aber nicht nur in Hessen unterwegs, sondern auch bei uns in Nordrhein-Westfalen und jetzt auch bald im kommenden Monat. Das heißt, die Leute können dich aber auch auf der Bühne auch live wirklich sehen, auch mit deinen aktuellen Themen auch. Und da hatten wir über ein sehr spannendes Thema gesprochen, dass im Prinzip die meisten Menschen einfach gefangen sind in ihren Situationen, keine Entscheidungen treffen können. Nicht mal die einfachsten, um zum Beispiel zu sagen, was mache ich mit dem heutigen Abend? Ja? Und dann sitzen wir im alten Muster drin, zappen vor dem Fernseher hin und her, holen vielleicht noch das ein oder andere Bier aus dem Kühlschrank. Aber in der Tat können wir vielleicht noch was Schönes mit dem Abend heute Abend anfangen. Vielleicht können wir unseren Partner überraschen mit einem Kinobesuch, mit ihm was Leckeres zu essen kochen oder vielleicht noch schnell einen Strauß Blumen besorgen. Ja. Es sind einfache Dinge, die uns einfach sofort zu glücklichen Momenten verhilft und nicht nur uns persönlich, sondern auch dem man was Gutes tut. Ja. Viel braucht man nicht, um glücklich zu sein. Ganz wichtig ist auch, die Einstellung muss stimmen, haben wir gerade gelernt von Autor und Entscheiderexperte Peter Nickel. Gleich wird er nochmal bei uns Rede und Antwort stehen. Und dann werde ich vielleicht auch mal schauen, ob wir vielleicht ein paar Entscheidungen bei mir so ein bisschen rauskitzeln können. Das machen wir gerne. Sehr, sehr spannend, freue ich mich sehr drauf. Jetzt geht es hier aber erstmal weiter mit sportlichen Aktivitäten mit Natascha und mit Peter. Bis gleich.